Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentoren die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Die Hakenklinge. Folgen Sie Yusuf und lernen Sie, wie die neue Hakenklinge eingesetzt wird. Jede Aktion der Hakenklinge mindestens einmal erfolgreich durchführen. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Hier, kommt! Komm, Ezio. Noch etwas antun. Ach, Ezio, Alter. Ich wollte nur das coole, wollte nur die coole Sache einsammeln und du verkackst direkt. Boah, Ezio, Alter. Wir sind voll außer Übung, oder? Kommt, wir müssen uns sputen. Ja, schon da. Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Oh Mann. Kommt, wir müssen uns sputen. Oh. War nicht so geplant. Geschickt? Hier, komm! Folge dir, Yusuf. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn er ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Rennen Sie auf den Assistent und halten Sie B um einen Hakenlauf. Was ist mit denen denn los? Steht er auf? Harika! Okay, ich darf, muss B gedrückt halten. Schahane! Ah,
Ja, es macht mir Spaß, sogar sehr viel. Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Na bene, gehen wir. Der Blick von Galata. Ezio ist ein stolzer Besitzer einer osmanischen Hakenklinge und braucht etwas Training, um diese Waffe zu beherrschen. Justus ist überglücklich, ihm dieses Training zu bieten. Er tut in weniger als 60 Sekunden erklimmen. Akzeptieren war und wird gemacht. Ja, gut. Als ob ich noch nie sowas hochgeklettert wäre. Habt ihr Spaß? Boah, Alter. Genauso. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Ganz. Ich die Beule. Hängt euch richtig rein. Willkommen in Konstantinien, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Der Typ, Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk Burege! Angriff von zwei Seiten, Galata und Großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Fortgeschrittene Taktiken. Yusuf hat die Meldung erhalten, dass die Händler gleichzeitig zwei verschiedene Assassinenfesten angreifen. Folgen Sie Yusuf, während er einen Plan schmiedet. Er hat von einer Seilrutsche aus. Verüben. Junge. Ist er des Laufens müde? Schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Yusuf, ich komme hinterher. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Seh zu. Assassinen! Hilfe! Yusuf, Junge, schauspielerisches Talent. Noch einer. Hat jemand den... Nee, hat er nicht. Hat keiner. Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar. Ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie. Die Galata-Feste. Evet. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Wir haben hier oben nichts verloren.
Hast du recht. Ja, der ist auch tot. Muss ich überhaupt hin? Ach, da hinten hin. Na, mein Freund, sprechen wir. Bune Büyük, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. In der Defensive. Die Templer bereiten einen Angriff vor auf die Galata-Feste der Assassinen. Die Galata-Feste der Assassinen vor. Führen sie ihre Assassinenbrüder bei der Verteidigung an. Alles klar, Mentor. Das muss so extra dafür geladen werden, ne? Ihr müsst diese Stellung halten. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. Fuck. Platziert euch dort. Nur wer lebt, kann kämpfen. Sehr schön. Verteidigt das für mich. Platziert euch dort. Ihr müsst diese Stellung halten. Verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Hier habe ich für meine Mann fertig. Für die. Ihr müsst diese Stellung halten.
Wartet dort. Sehr schön. Platziert euch dort. Ich sterbe weg. Platziert euch dort. Verteidigt euch nicht. Vergib mir. Schon weg. Ich muss hier weg. Ich rede eigentlich gerade gar nicht wenig, weil ich, keine Ahnung, ist eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich zerberste die hier eigentlich nur. Ja, ich habe 5 Barrikaden oder so. Wollen die da erstmal durchkommen? Was habe ich einen Mörser? Ziel da. Der Feste beendeten Menge. Assassin gerufen 29, Assassin verloren 4, abgegebene Kanonenschüsse 5, Zustand der Feste 15, übrige Moral 45, Dauer 5 Minuten 39. Ja, 79% Gesamtsynchronität habe ich für diese Verteilung der Feste bekommen. Geld 100, EP für Rekruten 800, Beute Lammblut 5-mal, britische Pulver 4-mal, Hagel 1-mal. Neue Einheit Luftattentäter. Alles klar. Läuft.